Mir ja, nach. Das ist quasi die erste große Story-Wendung in diesem Spiel. Nicht Senven sollten wir befreien, sondern den Fjalldark, getäuscht von Grimm. Und das passt jetzt auch alles zusammen, denn wie wir von Aeda erfahren haben, ist Grimm eines Tages einfach auf der Bildfläche erschienen. Und das ist ja schon ziemlich, ja, verdächtig. Ja, und die imperialen Dunkelelfen hauen jetzt gerade alles kaputt, was wir hier haben. Ja, unser Gegner ist ein Fjalldark, ein Prinz der Finsternis. So wie Lena gesagt hat. Schnell. Also ein ziemlich beängstigendes Ding. Und los. Und wir müssen jetzt eben bei den Menschen, bei den Wesen Zuflucht suchen. Oh Gott. Die sind jetzt tot, weil das Monument weg ist. Ja, wir müssen jetzt bei denen Zuflucht suchen, die wir vorher als Feinde wähnten. Folgt mir. Und wir sollten uns beeilen. Wir haben außerdem einen Charakter kennengelernt, der mit Lena in Verbindung steht, Elune. Vorwärts. Scheint ihre alte Meisterin zu sein. Und unser Weg führt uns jetzt auf jeden Fall nach Norden, da wo wir vorher nicht hin konnten. Schnell! Wow! Mir nach! Und nicht! Los. Ihr seid zu stark! Welche Stufe haben die? 8. Ja, da sollte ich wirklich drauf aufpassen. Ich würde ja gerne auf die Eiselfen warten, weil die. Vorwärts! Ziemlich schnell stark sind, oder ja, die sind wichtig auf jeden Fall dafür, dass ich hier lebend durchkomme. Sofort mir nach. Oh nein, die Imperialen sind in Richtung Aedas Lager gegangen. Sie werden den armen Mann hinrichten. Oh nein, folgt mir. Und ich kann nichts dagegen tun. Schnell. Ja, hier strömen immer mehr Soldaten aus dem Portal, was da wohl sein wird. Hier müsste ein Portal stehen, ansonsten wäre das nicht möglich. Sofort. Nein, 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 scheiße. Zum Angriff. Okay. Probieren wir unser Glück. Runenkrieger, zu mir! Oh, die scheinen gar nicht so stark zu sein. Ja, wir haben jetzt halt einfach nicht mehr Grimm an unserer Seite und der war eigentlich auch ein guter Streiter. Vorwärts. Scheiße, das was hier gerade passiert, das sollte eigentlich nicht passieren. Okay, die Eiselfen sterben. Tut mir leid, Elune, aber es sollte nicht sein. Vorwärts. Wir können gegen diese massive Belagerung nichts mehr tun. Oh. Vorwärts. Hier sind auch Winterwacht, Schwertkämpferin, Scharfschützin, bla bla bla. Vorwärts. Die jetzt verbündet sind. Schnell. Also nur durch das. Sofort. Die Zwietracht, die Grimm gesät hat, konnten wir sie überhaupt angreifen. Und hier warten schon jede Menge Verstärkung. Mir nach. Ja, also das erinnert mich gerade so wie an zwei Pole, an zwei gegengesetzte Pole. Wir haben einmal die Eiselfen und dann einmal diese feurigen Dunkelelfen. Und die haben es tatsächlich geschafft, ich glaub's nicht. Vorwärts. So, ich bin da. Und nun könnt ihr mal bitte das Tor aufmachen. Was machen die da überhaupt? Wieso greifen die an? Elune, komm endlich nach oben.
Ich muss doch jetzt nicht ernsthaft warten, bis die ganz oben ist, oder? Okay, die Meisterschützin ist scheinbar mega stark. Merke ich gerade. Die nehmen wenig Schaden und hauen hier alles um. Geil. Aber hier kommen halt immer wieder neue... Da werden die gespawnt. Die kommen immer wieder neu nach. Na, super. Ich wüsste gerne mal, welches Level die Meisterschützin hat. Ich bin ja fast ein bisschen reumütig, dass ich Elune alleine gelassen habe. Warum habe ich das getan? Warum bin ich so grausam? Jetzt haben sie es aber geschafft. Und die Reihen füllen sich wieder auf. Ach, da sind auch Eiselfen. Die kommen scheinbar gerade aus jedem Loch gekrochen. Was machen die Orks hier eigentlich? Faulen Säcke. Die hätten nochmal helfen können. Komm, Elune, jetzt komm. Die letzten Meter kannst du aber noch sprinten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin uns unsere Reise führen wird. Ich meine, mit den Eiselfen hatten wir auch im letzten Spellforce-Teil einfach noch keinen großen Kontakt. Also wir haben nichts über sie erfahren. Zumindest nichts, was der Wahrheit entsprechen muss, denn wir haben es immer nur von ihren Feinden erfahren. Und die können ja wer weiß was erzählen. Doch jetzt bekommen wir mal eventuell einen Einblick auch in ihre Kultur, in ihre Architektur. Und wie es da so vonstatten geht. Alles. Elune ist da. Jetzt dürfte sich gleich das Tor öffnen. Sofort. Mir nach. Und los. Na los. Schwestern, öffnet das Tor. Das Rote Imperium ist hier. Diese Menschen müssen weg von hier. Haut sie jetzt wieder ab? Nee. Gut. Mir nach. Geht durch das Portal und sichert den Weg durch die Frostfallberge. Wir werden eure Leute so lange schützen. Folgt mir. Vorwärts. Danke. Das werde ich euch nie vergessen, Elune. Mir nach. Passt auf euch auf. Winterwacht. Kommandantin, okay. Mir nach. So, wo müssen wir lang? Folgt mir. Oh, die Komm, haben wir. Freund, lass uns nach Frostfall aufbrechen. Das ist der einzige Weg in die Sicherheit von Tirganach. Die haben ja echt doch ein großes Lager, muss ich sagen. Aber binde dich zuvor besser an den Seelenfels hier oben. Und los! Es wird ein gefährlicher Marsch. Das werde ich machen. Hoffentlich können die auch so lange durchhalten hier, die Eiselfen. Also, unsere Evakuierung führt uns durch Frostfall. Die nächste Karte. Nach Tilganach. Die Heimat der Eiselfen. Dann gehen wir mal. Ja, was beinahe unerwähnt geblieben ist, ist, dass die Rote Legion oder das Rote Imperium auch Senven in ihre Gewalt gebracht hat und das ist sehr schlecht für uns. Frostfall, wir sind da. Dort müssen wir hinauf. Doch zuerst müssen wir die Winterwehr erreichen, die Grenzfeste von Tirganach. Aber davor liegt der Blutsumpf mit seinen Torgtrollen und Waldschraden. Noch sind wir Urgard nicht los. Ich merke das schon. Die Flüchtlinge werden bald ankommen. Wir müssen ihnen den Weg bis zur Grenzfeste sichern. Der Sumpf hier ist tödlich. Unweit im Norden liegt das Dorf der Gultag-Orks. Dort befindet sich auch ein Runenmonument. Seit dem Durchmarsch der Winterwacht sind die Gultags geschwächt. Wenn wir ihr Lager in Besitz nehmen können, verliert der Sumpf für uns seinen Schrecken. Alles klar. Erstmal haben wir hier ein paar Arbeiterruhen. Ich bin übrigens ein bisschen erstaunt, dass wir hier jetzt die Orks spielen und nicht die Trolle, die bisher noch gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Alle anderen Rassen der dunklen Seite schon. So, Lena, was hast du noch zu sagen? Freund? Wie, ja? Holen wir uns diese Orksiedlung.
Das sollten wir. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Hoffen wir, dass die Torks nicht schon alles geplündert haben. Sobald wir einen Stützpunkt haben, können wir den Flüchtlingen Schutz gewähren. Ja, an Frostfall habe ich nicht mehr viel Erinnerung. Eigentlich gar keine. Ich weiß gar nicht mehr, was hier abging. Also, Frostfall ist auf jeden Fall echt... Diese Kartennamen sind irgendwie ein bisschen missverständlich. Ich meine, Frostfall ist wesentlich mehr Sumpf als die Echo-Sümpfe. Hallo? Aber okay. Klingenwirbler der Faust? Was machen die denn hier? Die Faust gibt es nicht mehr. Seht es ein. Legt diesen Namen ab. Oh Gott. Das ist ein Hinterhalt. Die Linien müssen halten. Warum sind die so stark? Was soll das? Wir werden angegriffen. Ja, also BOW ist wesentlich schwerer als die Order of Dawn. Das sieht man alleine schon an diesen zwei Einheiten, die hier einfach mal gedankenlos positioniert wurden. Und eigentlich ziemlich stark sind. Was haben wir hier oben noch? Mehr Klingenwirbler, super. Die sind Stufe 9, was soll ich denn dagegen machen? Sagt mir das mal. Wir werden angegriffen.